Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 18 von Astronia. Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ich habe den Trecker da hinten entladen, habe hier ein mittelgroßes Lager in Auftrag gegeben, welches wir hier gerade haben. Und wie ihr seht, steht da vorne schon noch eins. Das heißt, ich habe schon das zweite gemacht. Hier wird eine Plattform gemacht. Letztes Mal hatten wir hier die Forschungsplattform da gebaut. Die kann dann da noch benutzt werden. Habe hier noch so ein paar Sachen, die wir da reinmachen müssen. Und in der Forschungsstation hier, in dem Forschungskammer, ist der dicke Teil da zum Forschen drin. Den habe ich da reingepackt, damit das auch läuft. Hier läuft gerade ein bisschen Strom sozusagen, damit das klappt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ich glaube, hier ist auch noch was dran. Ja, genau so ist es. Den brauche ich jetzt. Und dann muss ich das aufmachen, damit ich das dann da auch noch rausnehmen kann. Weil da sind auch noch zwei Forschungsproben dran, ne? Ist das schon voll? Ich glaube nicht, ne? Ne, das ist noch nicht voll. So, dann läuft das auch. Der Dean, der ist neu bei mir auf dem Kanal, der hat ein Abo abgeschlossen. Recht herzlichen Dank dafür. Der hat mir gesagt, dass ich zuschauen soll, dass ich hier ein, Schienensystem kriege, beziehungsweise das Schienensystem auf unwegsamen Planeten, wo man mit einem Rover-Trecker nicht gut fahren kann, das auf jeden Fall baue. Das war ein Tipp von ihm. Gerade vor diesem Dingens, sag schon, Video, da ist ein Update gelaufen und da gibt es tatsächlich ein Schienen-Update sogar. Das ist dann auch gemacht worden, dass das was ergänzt hat. Ich habe keine Ahnung was, ich weiß überhaupt noch nicht, was mit dem Schienen ist, aber da wird es wahrscheinlich Bahnhöfe geben und Schienensystem geben, wo man hin und her fahren kann, Waren transportieren. Sehr schön. Hier haben wir jetzt eine Plattform. Naja, ich pack die mal aus, aber eigentlich müssten wir jetzt mal das Intro spielen und dann weitermachen, ne? Weil das ist ja jetzt doch hier schon sehr lang. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, jetzt habe ich die Plattform da hinten schon mal hingemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, hier ist noch ein Stromanschluss an dem Drucker. Und dann haben wir hier noch die Plattform, die ich dann mal, nicht die Plattform, die Forschungskammer, die ich dann aufbauen kann und die dann da drauf kommt. Und dann können wir hier noch diesen Strom da rein, Strom nicht, ne, aber die Biomasse da rein machen, damit der Strom läuft. Und hier gibt's auch eine Forschung, die dann hoffentlich läuft oder tut sie nicht. Muss ich wohl erst einschalten? Ne, ach, jetzt kriegt sie Strom, oder? Drücke Taste, um die Forschung zu starten. Geht wohl nicht. Ja, gute Frage, warum nicht, ne? Ist das System dann überlastet? Kann das das sein? Aber die Batterie ist hier voll. Oder ist hier der Anschluss verkehrt? Nochmal untersuchen. Hier drücken. Ah, hier drücken. Hm, alles klar. Geht jetzt, ne? Man muss nur wissen, wo man drücken muss, ne? Okay, das funktioniert soweit. Sehr gut. Okay, dann haben wir da noch den Booster und ja, dann müssen wir weiter gucken, was wir jetzt machen, ne? Was hatten wir denn hier noch für Aufgaben drin, ne? F. Sammle Zinkblende, ja, die habe ich immer noch nicht gefunden. Da muss ich noch weitersuchen, ne? Und das. Wolfram, Lithium, das haben wir alles noch nicht. Drucker und der Filamentlager. Lichter in der Ferne, was ist das? Entdecke eine Portalkammer. Finde eine seltsame Struktur, die eine Lichtsäule ausstrahlt. Vielleicht sollten wir einfach mal rumfahren und gucken, ob wir sowas hier finden, ne? Dabei können wir ja auch Rohstoffe suchen, was ja dann auch Sinn macht. Warte mal, war da eine Forschung zu Ende gerade? Ja. Das bedeutet, wir packen das Teil da rein, damit es da weitergeht. Der andere ist noch am Laufen. Gut. Da müssen allerdings große Forschungsproben rein, damit das besser ist, ne? Denke ich mal. So, wir sind drinne. Da hinten geht ein Planet unter. Ich denke, wir fahren noch mal in die Richtung da gucken, oder? Schauen wir mal, wo wir da lang kommen. Ich würde an dem Berg immer so ein bisschen mich orientieren. Der Mordrak hatte ja geschrieben, ich soll noch ein Feuer an den Trecker machen. Habe ich im Rucksack gehabt. Sind die weg?
Okay. Dann weiß ich jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Egal, wir fahren hier mal lang und gucken mal, ob wir hier irgendwo was finden, was brauchbar ist. Da ist die Batterie alle. Einmal wieder laden. Und wieder einsteigen und weiterfahren. Wir fahren erstmal hier weiter. Und gucken, ob wir hier was brauchen. Stopp, hier glitzert's. Einmal bitte absteigen und gucken, was es ist. Ammonium. Okay. Ah, der Rucksack sah gerade tatsächlich, glaube ich, nur so aus. Ja, dass der Farbe ändern. Machen wir mal gelb dann. So, in der Hoffnung, dass ich nachher wieder weiß, dass das Ammonium ist. Hier gibt es auf jeden Fall noch mehr davon. So, da haben wir unser erstes Ammonium jetzt abgebaut hier. Das war jetzt das dritte, glaube ich. Wenn ich vier habe, reicht's mir. So. Jetzt müssen wir einsteigen und wollen dann weiterfahren noch ein bisschen. Hier an dem Berg lang, ne? Da steht ein kaputtes Auto. Gibt's hier noch Material? Na toll. Da sind auch Forschungsproben dran an diesem Gewächs gerade, ne? Da ist so eine Kammer, die man wahrscheinlich aufmachen kann, wenn man Strom dran macht. So, geht's hier ziemlich steil runter. Ein Graben. Wenn ich jetzt diesen, ich muss erst absteigen, diesen Generator da mal gerade dran mache, reicht das dann, dass das aufgeht? Und davor liegt irgendwie was. Kann man das auch abbauen? Lädt er? Feldforschung erhalte zum Freischalten gewünschte Energiezufuhr aufrecht. Ach so, da muss man vielleicht noch mehr dran machen. Vielleicht braucht er mehr Energie, damit er aufgeht. Ich sehe jetzt nirgendwo. Ah, hier kann man es, glaube ich, dran erkennen, an diesem Anschluss, dass es zu wenig Strom ist. Okay, das bedeutet, das Experiment funktioniert nicht. Wir bauen das wieder hier dran. Wir brauchen dafür mehr Generatoren. Stopp, reicht. Steigen ein und fahren lieber wieder zurück. Warte mal, davor lag doch was, ne? Hatte ich gedacht. Oder ist das einfach nur Biomasse, was davor war? Forschungsprobe. Okay, da wächst eine Forschungsprobe dran, ne? Und da auch. Na, dann ist das okay. Dann lassen wir das mal so. Steigen wieder auf und schauen, dass wir weiterkommen. Aber ich sehe schon, ne, ich sehe nicht, ist noch genug Zeit. Wo musste ich jetzt langfahren? Damit ich da nicht. Aber warte mal, der leuchtet jetzt immer noch rot. Nee.
Das ist bestimmt noch das Zeichen dafür, dass zu wenig Strom war. Okay, hier sieht es gerade etwas unwegsamer aus. Ne, ich glaube, da geht es jetzt nicht so toll lang, ne? Fahren wir hier wieder zurück. Das war jetzt kein guter Weg, glaube ich. Wir sind ja an dem Wald vorbei, aber da konnte man auch noch links nebenher fahren am Berg weiter lang, ne? Oder? Jetzt irren wir gerade so ein bisschen durch die Gegend, oder? Da war es, das meine ich. Da rechts weiterfahren, das wollte ich. Toll. Wenn Strom alle, dann schlecht, weil dann fallen wir da rein. Das sieht gerade ganz schlecht aus. Ich möchte jetzt gerade auch nicht unbedingt absteigen, weil kommt mir so vor, als ob gefährlich. Aber jetzt ist das, glaube ich, alles unten in dem Gespann, ne? Ja. Einmal wieder Strom laden und hoffen, dass wir da gleich irgendwie wieder rauskommen. Sieht jetzt gerade nicht so toll aus. Ah, zum Glück, da geht's hoch. Ich glaube, ich wollte hier lang fahren, ne? Kann das sein? Durch diese hohle Gasse wird er kommen, oder wie ist das? Aber hier ist auch nichts Besonderes, oder? Hier ist nur Gemisch. Da ist ein Loch. Da ist irgendwie eine Absturzgeschichte, oder? Da ist auch wieder eine Kammer, die Strom braucht. Ja. Da geht ein Planet unter. Ich glaube, ich habe jetzt hier nichts anderes Abbaubares gesehen, was jetzt für mich wichtig wäre erstmal, ne? Jetzt haben wir wieder keinen Strom. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich runtersteige, ob er dann sofort anhält. Das müssten wir mal testen, oder? So, jetzt müssen wir noch wieder zurückfinden. Ich glaube, hier ist aber richtig. Und wir müssen links an diesem Wald vorbei. Da hinten ist ja auch schon unser Symbol da, ne? Hier ist ein Loch in der Erde, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Da geht's runter. Hier ist das Gemisch, da müssen wir dran vorbei. Sehr gut. Stopp, da glitzert was. Gucken, was das ist. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht dran vorbei. Und das ist Graphit, okay. Jetzt habe ich aber kein Leuchtfeuer mehr, glaube ich, ne? Okay, jetzt ist zum Glück der eine Stein weg. Mal gucken, wie viel wir da mitkriegen. 1, 2, 3 habe ich schon. Und dann ist das Ding auch gleich voll. Ne? Ach, da liegt schon einer, glaube ich, oder? Ja. Ja, können wir dahin machen, ist auch kein Problem. Wir brauchen Sauerstoff.
Dafür müssen wir ein bisschen ans Auto ran. Da wäre Gemisch. Da ist Graphit. Ich weiß nicht, wofür wir es jetzt gerade gebrauchen können. Ich habe keinen Bauteil in Erinnerung, wo ich jetzt Graphit sofort für brauchen müsste oder würde. Da liegt schon wieder einer auf der Erde. Okay. Da liegt noch einer auf der Erde. Gut, dann lass das erstmal hier gut sein. Vielleicht finden wir gleich nochmal her. Haben wir noch ein bisschen Platz auf dem Anhänger, ne? Aber hier durch die hohle Gasse. Das können wir uns ja ein bisschen merken, weil wir haben ja dieses Teil nicht mehr da. So ein Feuer, oder? Oder warte mal, war noch eins da? Ne, absteigen. Doch, ist noch eins im Rucksack, oder? Tatsächlich. Das auf dem Trecker, das können wir auch später machen, ne? Ja, lassen da liegen, dann passt das schon. Aufsitzen, weiterfahren. Stopp, hier rechts ist auch noch wieder was. Das ist, glaube ich, jetzt aber irgendwie so Keramik oder sowas. Ja, sind wir schon einmal dran vorbeigefahren und haben es nicht erkannt, oder? Leben ist es, wo man Keramik rausmachen kann, so war das. Muss man, glaube ich, nur brennen, ne? Oder wie war das? Organische Ressource haben wir gerade auch abgebaut. Also liegt schon ganz viel hinter mir, das müssen wir erstmal aufräumen, ne? Bauteil wieder raus und weiter geht's. So, da ist noch was und das lasse erstmal gut sein. Jetzt müssen wir das wieder auf den Anhänger packen. Und dann ist er auch schon fast voll, ne? Fünf Sachen gehen noch auf. Aber ich würde sagen, wir fahren mal ein Stück weiter. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg noch was. Vorsichtig, da ist ein Loch. Hier hatten wir was abgebaut? Ammonium. Okay, Fahrzeug ist wieder leer. Kurz den Strom einschalten. Weiter geht's. Okay, der Harz ist jetzt hier mitten im Weg. Fahren wir gerade schwerig durch, aber hat geklappt. Ist das hier noch was? Ja, das ist auch was. Ist das auch Graphit? Gucken wir mal gerade. Ja, ist auch Graphit. Nein. Ja, Leute, jetzt ist gerade was Schlechtes passiert. Ich glaube, das Spiel ist gerade hängen geblieben. Das ist nicht gut. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ich weiß nicht, ob er beim letzten Aufsteigen Save Point gemacht hat. Da müssen wir mal gucken, ob das so ist. Dann kann ich da wieder fortsetzen. Müssen wir mal checken, ne? Ich würde sagen, wir hoffen das Beste und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid.
Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis dann, ciao.